Hallo, jetzt geht's los. Hallo. Hi. Wir fahren gerade zum Flughafen. Ja. Also, ich soll jetzt sagen, alle sind aufgeregt und ich habe Hunger. Ja, nee, sind echt alle aufgeregt. Am meisten wahrscheinlich meine Mom, die begleitet uns aber nur hierher. Die hat uns hingefahren, hat den Hund dabei. Und ja, in einer Stunde geht's los, gell? In einer Stunde ungefähr. In einer Stunde geht's in etwa los, ja genau. Wir müssen jetzt nochmal kurz einchecken. So, nach einem kleinen Zwischenstopp hier in Kopenhagen wird es dann nachher weitergehen. Nach Island. Also wir warten jetzt hier so 2 Stunden warten noch. It's a tiny home für die nächsten paar Tage. Es ist echt ein bisschen komisch, wenn es hier total taghell oder wie in der Morgendämmerung oder Abenddämmerung ist und irgendwo, ja, sollten wir jetzt ja mal so langsam was schlafen und das machen wir jetzt auch. Klepper, klepper. Ja, die Luise wieder auch erstmal schlafen, so machen wir es. Jetzt stehe ich hier lieber drin als draußen. Weil, ja, sonst versteht man uns einfach ein bisschen besser. In unserem kleinen Tiny House. Ah, man sieht es recht schnuckelig hier, das Ganze überschaubar. Aber wir sind hier auf 2 Etagen. Kann man oben schlafen, unten. Und eigentlich alles, was man braucht. Mitten auf der grünen Wiese. Ich bin jetzt nur wegen dem Ton hier lieber reingegangen, weil ich glaube, da draußen ist jetzt gerade so langsam mal ein bisschen windiger. Was ja eigentlich normal ist für die Gegend. Und deshalb, denke ich mal, versteht man mich hier drin besser. Ja, würde man sagen, wir machen jetzt ein kleines Vesper, eine kleine Pause. Der Hunger kommt auch so zwischendurch und dann wird es nachher noch weitergehen an die Baustelle. Unsere Kisten, die sind jetzt schon unterwegs, haben eine Info gekriegt, die werden wir dann nachher auspacken. Und ja, unseren Platz auf der Baustelle suchen. Und dann, ja, wird es langsam losgehen. So, das ist jetzt unsere Baustelle. Gerüst wird auch gerade eben aufgestellt. Ja, und es geht hier um dieses Dach. Hier haben wir eine kleine überschaubare Dachfläche. Man sieht hier hinten ein bisschen den Gletscher, den nächstliegenden, von dem man dann auf 2 Seiten dann das Meer sieht. Also das sind die Fjorde, die Westfjorde von Island. Wir haben links und rechts hier so eine Drauflänge von 21 Metern in etwa. Hinten gehen wir gerade mal rüber. Kommt noch ein kleiner Dachausschnitt rein. Und ja, das war's eigentlich. Eigentlich eine sehr glatte Sache. Müsste in ein paar Tagen dann eingedeckt sein. Vorher noch die Dachrinnen dran, Regenfallrohre und wir haben ums ganze Haus rum dann die Fensterbänke, also längere Fensterbänder, kann ich euch gleich nochmal von unten zeigen. Das sind hier, glaube ich, so 40 Meter Fensterbänder. Da kriegen wir Fensterbänke oder Fenstersimsen. Unten haben wir dann noch ein Sockelblech. Das wird jetzt hier hinkommen. Unten drunter. Und davor kommt nachher noch eine Holzfassade, eine Lärchenholzfassade. Also was uns natürlich interessiert ist, ja, das, natürlich das Projekt auch, aber auch Land und Leute hier und auch vor allem ja, die wunderschöne Landschaft hier, da werden wir uns einiges ansehen. Und
Ja, freuen uns auch natürlich auf das schöne Metalldach. Ist alles optimal vorbereitet. Wurde echt schön gemacht hier. Die Holzschalung, die hat hier 28 mm Rauschbundschalung. Wirklich eine saubere Sache. Und ja, wenn das Wetter dann jetzt mittut, die nächsten paar Tage ist noch ein bisschen schlechter Wetter angesagt. Da wollen wir dann erst ins Profilieren gehen. Haben jetzt heute die Baustelle eingerichtet. Kann ich euch auch noch ein bisschen zeigen. Und dann wird es dann nachher auch ans Eindecken gehen und ja, so Stück für Stück halt erstmal Dachrinne. Und wir schaffen uns von unten nach oben, so wie sonst auch. Und ja, wir haben hier genügend Platz für unser Werkzeug. Haben hier wieder unser Werkzeug eingelagert. Ja, für die jungen Leute hier ganz wichtig: Kaffeemaschine, alles mit dabei. Und jetzt gehen wir mal ein Stück weiter noch. Wir haben einen schönen Garagenplatz bekommen, wo wir unser ganzes Material einlagern konnten. Ja, und hier steht unsere SPM, unsere Profiliermaschine, die Coils haben wir schon verteilt hier überall. Material am Start, hat alles wunderbar geklappt, ist alles heil geblieben, alles gut angekommen und jetzt schlussendlich auch noch den Zoll gekommen. Heißt, wartet drauf, dass es verarbeitet wird und dann kann es dann morgen losgehen. Jetzt stehe ich, hier lieber draußen als drin, in unserem Tiny House. Ah, man sieht es. Ich sage es falsch rum gesagt. Nein, wegen? Du hast gesagt, ich stehe lieber draußen als drin. Okay, also nochmal.